بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge und ich sage und ich bestätige mit meinem Herzen, mit meiner Zunge, dass es keinen einzigen Gott gibt, der das Recht hat, dass man ihn anbetet. Es gibt keine echte Gottheit, keinen echten Gott, außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Und ich sage und ich bezeuge mit meinem Herzen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Prophet ist und sein Gesandter und sein Liebling und sein Botschafter auf der Erde. Und ich heiße euch alle herzlich willkommen und freue mich, inshallah, euch zu diesem Unterricht wiederzusehen. Und sage zu euch allen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir machen inshallah heute weiter. Und wahrscheinlich wird das vielleicht heute der letzte Vortrag sein über die Propheten oder im Thema Prophetengeschichten. Ja? Und der letzte Vortrag über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dieser Reihe, ja, in dieser Reihe Prophetengeschichten, weil wir haben ja über die Propheten gesprochen, über eigentlich mehr oder weniger alle Propheten, die im Koran stehen, und sogar noch ein paar andere haben wir auch noch erwähnt. Und die letzten Unterrichte waren alle über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusammengefasst, kurz, ja, über sein Leben, über seinen Charakter, ne, und inshallah machen wir heute weiter über Muhammad sallallahu alaihi wasallam und werden heute ein bisschen sprechen über die Ghazawat. Also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war einige Male im Krieg. Ja, reden wir inshallah darüber ganz kurz. Und dann werden wir auch darüber reden, wie er gestorben ist, sallallahu alaihi wasallam. Ja, und zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgegangen ist, seine Seele. Und ja, und dann fangen wir inshallah jetzt an. Ich hoffe inshallah, die Kinder sind heute dabei. Ich konnte leider vorgestern nicht. Ja, also wir haben ja in den letzten Unterrichten immer darüber gesprochen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, dass er einen sehr, sehr schönen Charakter hatte, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn gelobt hat im Koran, ja, wie zum Beispiel im Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, wahrlich, ja, so, dass sie so bestätigen, ja, Allah subhanahu wa ta'ala sagt über Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du hast wirklich den allerschönsten Charakter. Du bist einfach von der, ja, du bist einfach als Mensch, einfach ein, der beste Mensch. Ja, Allah bestätigt das, dass er ein sehr, sehr guter, beziehungsweise der beste Mensch war. Ja, wie der mit anderen Menschen umgegangen ist. Und sogar nicht nur mit Menschen, ja, sogar mit Tieren und mit allen Kreaturen, sogar mit den Leuten, die ihn nicht gerne mochten, ja, oder gegen ihn gekämpft haben. Sogar mit denen war er gerecht, zu ihnen war er sogar gerecht. Ja? Und wir sehen das zum Beispiel auch, dass, subhanallah, dass er so geliebt ist, ja? Was auch den Namen Muhammad ausmacht. Der Name Muhammad, ja? Das heißt, er ist gemocht, er ist geliebt. Ja? Er wird geliebt von Allah subhanahu wa ta'ala und von den Engeln im Himmel und von den Gläubigen und sogar von Sachen, die nicht leben. Ja, sogar von Sachen, die nicht leben. Weil wir kennen das von den Zeichen, dass er ein Prophet ist, die haben wir eigentlich gar nicht genannt in den letzten Unterrichten, haben wir zum Beispiel auch, dass manchmal sogar Steine ihn begrüßt haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Weil Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hat ja die Macht, alles zu tun, was er will. Ja? Und was hat Allah subhanahu wa ta'ala manchmal gemacht? Allah hat das so gemacht, dass sogar Bäume oder Steine gesprochen haben. Ja, da gab es zum Beispiel Steine, die haben zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er vorbeigegangen ist bei ihnen, haben sie zu ihm gesagt, Assalamu alaika ya Rasulullah. Ja? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diese Steine zurückbegrüßt. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Subhanallah. Ja, das sind von den Zeichen seines Prophetentums. Ja? Ist ajib, oder? Komisch? Was sagst du erst hier? Ja, aber Allah subhanahu wa ta'ala, ala kulli shayin qadir. Allah hat die Macht, alles zu tun.
Ja? Und Allah hat auch Al-Jamad, also Sachen, die nicht leben, auch sprechen lassen. Am Tag der Auferstehung werden auch Sachen sprechen, zum Beispiel unsere Hände werden sprechen. Ja? Wie werden sie sprechen? Allahu alam. Aber sie werden sprechen. Ja? Die werden nicht so sprechen, aber sie werden sprechen. Die werden nämlich sagen, du, es gibt so zum Beispiel Leute, die nicht an Allah glauben oder ganz, ganz schlimme Menschen, die sagen zum Beispiel am Tag der Auferstehung, Allah sagt zu ihnen, du hast Schirk gemacht und du hast gelogen und du hast gestohlen. Ne? Und dann werden sie sagen, die werden einfach lügen. Dann werden die sagen, nein, ich habe gar nicht gestohlen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, ja, nachdem ala afwahin, da machen wir den Mund zu. Allah wird, dieser Mensch, der wird vor Allah lügen, ne, wenn er vor Allah steht. Ja, der schämt sich gar nicht und dann wird er lügen. Der wird sagen, nein, ich habe gar nicht gestohlen. Dann wird Allah seinen Mund zumachen lassen. Der kann seinen Mund nicht mehr aufmachen. Ne? Und dann wird Allah seine Hand sprechen lassen. Und die Hand wird dann sprechen, ich habe gestohlen. Dann und dann. Und ich habe zum Beispiel Geld gestohlen. Oder die Hand wird dann die Wahrheit sagen. Und dann seine Füße zum Beispiel werden auch sprechen. Der wird jetzt mit seinen Füßen zum Beispiel irgendwo hingegangen, um etwas Schlimmes machen oder zum Beispiel hat er jemanden getreten, ne, und wehgetan, so einfach so zu Unrecht. Und er sagt dann zu Allah, nein, habe ich gar nicht gemacht. Reden auch seine Augen? Ja, alles kann dann reden. Am Tag der Auferstehung, alles kann reden. Ja, seine Ohren, die Ohren können reden. Ja. Und Allahu alam. Aber alles, was das bestätigen kann, sagen kann, doch, ich habe das und das gemacht. Allah macht einfach den Mund zu, weil er spricht mit seinem Mund, er wird sagen, nee, ich habe gar nicht gestohlen, ja, ich habe gar nicht Alkohol getrunken oder so, ja, sowas Schlimmes gemacht, ich habe den gar nicht geschlagen. Und dann wird zum Beispiel seine Faust sprechen und sagen, doch, ich habe mit dieser Faust, habe ich diesen Menschen geschlagen, ja. Und dann wird er zu seiner Hand sprechen, hey, warum redest du gegen mich, ja, dann wird die Hand sagen, Allah hat mich reden lassen, die Wahrheit reden lassen, ja, das steht im Koran. Ja, dass Allah, ja, damit, weil das ist der Tag der Gerechtigkeit, ne? Und sogar die Haare. Ja, und dann einen anderen Tag, wisst ihr, der Prophet Muhammad, als er in Medina war, da hatte er zum Beispiel, da hatte er in seiner Moschee in Medina, da war ja gar kein Teppich drin, ne? In der Moschee gab es gar keinen Teppich und es gab auch keinen Mimbar, da wo man draufsteigt, ne? Diese Kanzel. Wisst ihr, wo der Imam draufsteigt? Diese drei Stufen, dann macht er die Khutbah. Ja? Oder manchmal mehr Stufen. Das nennt man Mimbar auf Arabisch. Ja? Mimbar. Nein. Ja, auf Deutsch sagt man, glaube ich, Kanzel. Auf jeden Fall, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte keine Kanzel. Ja, kein Mimbar gehabt. Hört ihr zu? Ja? Und der war nur ein Baumstamm. Wisst ihr, was ein Baumstamm ist? Ja? So ein Stück von einem Baum, einfach abgeschnitten. Das war in der Moschee vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn er lange gestanden hat, hat er manchmal sich da dran gelehnt, ne, seinen Arm so drauf gemacht. Und dann hat einmal eine gibt es verschiedene Überlieferungen, aber einmal hat eine Frau dann den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt, soll ich nicht für dich eine Kanzel bauen, da kannst du dich da draufstellen und da draufsetzen. Und dann hat er okay gesagt, und dann hat sie ihm das gebracht. Und dann hat er, und dann, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich nicht mehr, weil er sich nicht mehr auf diesen Baumstamm gelehnt hat, hat dieser Baumstamm angefangen zu weinen. Ja, weil vorher hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn immer berührt. Ne? Und danach, als die Frau diese Kanzel gebaut hat, für den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf diese Mimbar drauf gegangen, um Khutbah zu machen. Und dieser Baumstamm, das ist einfach nur ein Stück Holz, aber das hat angefangen zu weinen, wie ein Baby. Und die ganzen Sahaba radiallahu anhu haben das gehört, subhanallah. Dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam runtergegangen und hat diesen Baumstamm so in den Arm genommen, ne? Und dann ist er wieder ruhig geworden. Und dann findet ihr es lustig? Ja? Findet ihr es lustig? Ein Baumstamm, ja. Und die Sahaba radiallahu anhu haben das gehört. Und dann hat er gesagt, hätte ich das nicht gemacht, dann hätte dieser Baumstamm weiter geweint bis zum Qiyamah. Subhanallah. Ja? Schaut mal, subhanallah, wie sehr sogar dieser Baumstamm, ja? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn dann umarmt, ja? Dann ist er wieder ruhig geworden, ne? Und er hat gesagt, hätte ich das nicht gemacht, er hätte weiter geweint bis zum Qiyamah, subhanallah. Ja, und es gab auch andere Situationen, zum Beispiel, wo Tiere zum Beispiel ganz, ganz viel
ganz, ganz, zum Beispiel war von einem Sahabi ein Kamel, glaube ich, war das. Und es war, das hatte so wie, das war so voll durcheinander und es ist so richtig hin und her und hat so, ist rumgesprungen, als hätte er das Tollwut. Wisst ihr, was Tollwut heißt? Ja? Ja, es auf jeden Fall so richtig, war richtig durcheinander, ne? Und der Besitzer hatte Angst davor. Und dann haben die Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gerufen und Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte reingehen, ne, zu ihm, da wo der drin war, in diesem Gehege oder keine Ahnung, wie man das nennt. Und dann, und der Sahabi sagte, nein, oh Gesandter Allah, ich habe Angst um dich, ne? Nicht, dass er dich angreift oder so. Und dann hat er gesagt, nein, nein, brauchst du nicht, mach dir keine Sorgen. Und dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm reingegangen und dann ist er ganz, ganz ruhig geworden, dieser Kamel, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen hat. Und dann hat er jetzt da runtergegangen und hat so wie Sujud gemacht. Ja, mit seinem Kopf und seinen Knie so runtergegangen auf dem Boden, wie Sujud. Ein Kamel. Ein Kamel, ja. Und dann hat ein Sahabi gesagt, ich glaube, es war Mu'adh ibn Jabal, aber also auf jeden Fall ein Sahabi hat dann gesagt, zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu ihm gesagt, O Gesandter Allahs, wenn sogar Tiere vor dir Sujud machen, sollen wir nicht, dann müssen wir das erst recht machen, oder? Dann hat er gesagt, nein, ne? Nein, sowas darf ein Mensch nicht machen. Sujud machen wir nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Auch nicht zur Begrüßung, weil früher war das zur Begrüßung erlaubt. Wisst ihr das noch bei der, bei der Geschichte von Ya'qub a.s. und Yusuf? Ja? Genau. Ja? Aber bei Muhammad s.a.w. und unserer Oma ist es verboten. Ja? Außer für Allah subhanahu wa ta'ala darf man keinen Sujud machen. Also es gibt auch keinen Begrüßungssujud mehr. Auf jeden Fall, ja, man kann viele, viele Geschichten sehen, wo zum Beispiel Jamad, also Sachen, die nicht leben, wie ein Baumstamm, wie ein Berg, der Berg von Uhud zum Beispiel oder andere, oder Steine, den Prophet Muhammad s.a.w. begrüßt haben, ja, oder für ihn geweint haben, oder solche Sachen, so wie wir gerade genannt haben, subhanallah, ja, und daran kann man auch sehen, subhanallah, sind so Zeichen, dass der Prophet Muhammad s.a.w. ein Prophet und ein Gesandter ist, weil das passiert ja bei normalen Menschen eigentlich nicht, ne, und das haben andere gehört, wie zum Beispiel Sahaba radiallahu anhu, die dabei waren. Ich wollte mit euch kurz inshallah ein bisschen, genau, ja, also das, da, man hat sehr, sehr viele Beispiele, wie man sehen kann, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie, was für einen schönen Charakter er hatte, ja, wie großzügig er war, wie nett er war, wie viel er den Menschen geholfen hat, wie viel er den Menschen vergeben hat, die ihm Unrecht getan haben oder ihn geschlagen haben oder beleidigt haben und so weiter und so fort, ja, das heißt, dass er im Allgemeinen war der ein sehr, sehr, sehr guter, der beste Mensch, ja, im normalen Leben. Aber heißt das, dass man dann gar nicht kämpfen darf, dass man sich nicht verteidigen darf? Ja? Wenn ein Mensch ein sehr, sehr guter Mensch ist, ja, der ist sehr, sehr lieb, okay, heißt das, dass er dann niemals kämpfen darf? Ja. Darf er, ne? Genau. Und das war beim Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch so. Warum? Weil zum Beispiel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba radiallahu anhum angegriffen wurden, ja, und die wurden zu Unrecht zum Beispiel aus ihren Häusern vertrieben, ne, und in den ersten 13 Jahren hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht erlaubt, sich zu verteidigen, ja, in den ersten 13 Jahren in Mekka war das nicht erlaubt, und erst als sie nach Medina ausgewandert sind, in Medina irgendwann hat der Prophet Muhammad die Erlaubnis von Allah bekommen, dass sie sich verteidigen dürfen. Ja? Und dass sie Krieg machen dürfen. Vorher, die mussten einfach nur Geduld haben. Manchmal wurden sie getötet, manche Sahabe, manche wurden dann bestohlen, manche wurden geschlagen und gefoltert, bis sie gestorben sind. Ja? Ja, viele, viele schlimme Sachen und die mussten einfach nur geduldig sein. Ja? Aber als sie in Medina angekommen sind und in Medina waren, dann hatten sie eine eigene Stadt gehabt. Und da waren sie ein bisschen stärker. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala denen irgendwann erlaubt zu kämpfen. Ja? Und dann haben die Muslime sich angefangen zu verteidigen. Ja? Und da hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie viele, das ist eine Frage, die auch im Test sein wird, wie viele Kämpfe hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehabt? Also wie oft hat er selber gekämpft? Ja, wie viele Kriege hat er selber geführt, wo er dabei war? Da gibt es ein bisschen Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten. Also, ja, manche Gelehrten sagen 21. Ja, manche Gelehrten sagen, 21 Mal hat der Prophet Muhammad bei einem Kampf, ja, also im Krieg, wo er dabei war. Ja, und
eine andere Meinung ist, also einmal 21, eine andere Meinung ist 23. Also gibt es ungefähr so 21, 23 Kämpfe. Warum? Zum Beispiel, weil Jabir radiallahu anhu, ja, Jabir radiallahu anhu, der ein ganz großer Sahabi, er sagte, ich habe 19 Mal mit dem Propheten Muhammad zusammengekämpft. Außer zwei, wo ich nicht dabei war, die Schlacht von Badr und die Schlacht von Uhud, also die erste und die zweite Schlacht. Die zwei habe ich verpasst, aber ansonsten, die also eigentlich 21. Alle anderen habe ich, genau. Ja, und deswegen sagen manche dann zum Beispiel 21. Ja, beziehungsweise 21, eine andere Meinung ist 19. Ja, ein anderer Sahabi, Zayd radiallahu anhu zum Beispiel, er sagte, ich habe 17 Mal mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekämpft. Und zwei Kämpfe, da war ich leider nicht dabei. Ansonsten habe ich alle mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, war ich bei allen Kämpfen dabei. Also manche haben die Meinung 19, manche haben 21 und da gibt es auch ein paar andere Meinungen, aber so ungefähr 20 Mal hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manche sagen auch noch ein bisschen mehr. Ja? Und warum gibt es keine genaue Zahl? Weil es gab manchmal so Kämpfe, wie zum Beispiel die beispielsweise die Schlacht von Ahzab und Bani Nadir. Ja? Eine Schlacht und die andere ist direkt danach. Ja, sofort danach. Also die haben gerade gekämpft, die sind gerade zu Hause angekommen, wollten gerade Kampfsachen ablegen, ja, ihre Waffen ablegen. Dann kommt Jibril a.s. zu Prophet Muhammad a.s. und sagt zu ihm, hast du etwa deine Waffen schon abgelegt? Ich und die Malaika, ich und die anderen Engel haben unsere Waffen nicht abgelegt. Ja, deswegen müssen wir jetzt weiterkämpfen und zum nächsten Kampf gehen. Ja, und deswegen gab es dann manchmal so Kämpfe, wie auch bei der Schlacht von Uhud zum Beispiel. Es gab mehrere Schlachten, mehrere Kriege, wo es einen Krieg gab. Und direkt bevor sie fertig waren, also bevor sie dann zu Hause waren, mussten sie dann schon zur nächsten Schlacht gehen. Okay? Und deswegen, manche zählen dann diese zwei Schlachten als eine und manche zählen sie separat. Okay? Und darüber hinaus gab es noch Kämpfe zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber der Prophet war nicht dabei. Ja? Da hat er zum Beispiel nur eine Gruppe geschickt, eine kleine Gruppe von 10 Mann oder 50 Mann, die dann diese kleine Schlacht geführt haben, wo er selber nicht dabei war. Und davon gibt es so ungefähr 32. Ja? Also ungefähr in seinem ganzen Leben, als er Prophet war, in den 23 Jahren Prophetentum, hat er ungefähr so 20 Mal gekämpft selber, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er dabei war, und so Gruppen geschickt, Saraya, ja, das sind so die Mehrzahl von Saraya, ja, hat er Saraya geschickt, also Gruppen geschickt, die kämpfen für ihn, dann gab es so ungefähr 30, 32, ja. Und die allererste Schlacht, es war eine Schlacht, ein Krieg, das war nicht geplant, ja, und diese Schlacht heißt Ghazwatu Badr, Badr, ja, merkt euch diesen Namen. Ja, Ghazwatu Badr, das werdet ihr immer wieder hören. Was heißt Ghazwa? Ghazwa heißt die Schlacht. Ja? Also müssen wir ein Kampf, der Kampf. Wo also ein Badr heißt. Badr, ja. Der Test wird, ich glaube, nächste Woche sein. Nächste Woche Sonntag. Oder jetzt am Sonntag, nicht nächste Woche Sonntag. Jetzt am Sonntag wird der Test sein, inshallah. Ja? Aber ich werde das nochmal, inshallah, nochmal bekannt geben. Ja? Morgen, glaube ich, oder so. Schreibe ich das als Flyer, werde ich das posten, wann der genaue Tag ist und dann über welche Propheten wir gesprochen haben, beziehungsweise, ja, wisst ihr ja, da kann man das nochmal alles ein bisschen nachholen. Wenn es vielleicht zu kurz ist, vielleicht gebe ich euch eine Woche noch drauf, dann könnt ihr nochmal eine Woche dazu haben zum Üben, ja. Inshallah, und ihr kriegt alle wieder, also alle, die mitmachen, kriegen ein Geschenk, inshallah, und der Gewinner auch, oder die Gewinner. Ja, genau. Ja, erster, zweiter, dritter Platz oder so, und dann, ja, aber alle kriegen etwas geschenkt. Inshallah, alle, die mitgemacht haben. Letztes Mal war ich sechster auch. Platz. Sechster Platz ich warst war du? Dritte mit Ida. Du warst dritte mit Ida, mashallah, schön. Alles klar, bist du diesmal dabei? Machst du diesmal mit beim Test? Mhm. Ja? Inshallah. Okay, auf jeden Fall, ja, also die Schlacht von Badr. Ja, das war die erste Schlacht von den Muslimen. Und diese Schlacht, also die Schlacht von Badr, das war eine Schlacht, die nicht geplant war. Der Prophet Muhammad wollte eigentlich gar nicht kämpfen, sondern nur
Weil die Kuffar von Quraysh, von Mekka, die haben denen ja alles weggenommen. Die haben ja denen das Geld weggenommen, ja, von den Muslimen, und ihre Häuser weggenommen und alles, und ihre Tiere, ihre Kamele, alles weggenommen. Ja, die haben die ja sozusagen bestohlen. Die haben die aus ihren Häusern vertrieben, ihnen alles weggenommen. Und Quraysh, also die Kuffar von Mekka, die wollten gerade eine Karawane, also Güter, ne, Sachen, so Parfüme und Stoff und alles, was so Wert hat, die wollten das nach Scham schicken, zum Handel, zum Kaufen und Verkaufen. Und wenn du von Mekka gehst, ja, damit du nach Scham gehst, nach Syrien und Palästina, in diese Richtung, dann gehst du ja bei Medina vorbei, also beim Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorbei, ne, so fast. Und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geplant, der wollte gar nicht gegen die kämpfen, er wollte nur diese Sachen zurück, also das, was sie denen gestohlen haben, den Muslimen gestohlen haben, er wollte das einfach nur zurücknehmen. Ja, aber auf jeden Fall, ist es aber dann dazu gekommen, dass es auf einmal dann zu einem Krieg kam. Ja, und dann haben die Muslime gegen die Kuffar gekämpft. Aber die Kuffar, die waren viel, viel mehr, weil die haben sich darauf vorbereitet. Als sie gehört haben, der Prophet Muhammad will diese Karawane angreifen, haben die ganz viele Soldaten geschickt. Also waren die Muslime, die waren 313 Muslime, und die Kuffar waren ungefähr 1000, also dreimal so viel, ja, dreifach viel in der Anzahl von Kämpfern und auch an Waffen und Tiere und Pferde hatten die viel, viel mehr. Ja? Und auf jeden Fall, das war die Schlacht von Badr, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das war eine Schlacht, die sehr, sehr wichtig war für die Muslime, weil wenn die dann an diesem Tag besiegt, wenn die Kuffar die besiegt hätten, ja, dann hätten die Muslime gar keine Macht mehr gehabt. Die wären dann alles, weil es waren fast alle Sahaba, radiallahu anhu, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die größten Sahaba, und die hatten ja auch nicht mehr Möglichkeiten, um zu kämpfen. Und deswegen, bevor die angefangen haben, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bevor die angefangen haben, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganz, ganz viel Dua gemacht, ja? Der hat sogar so Dua gemacht, also seine Hände so weit gehoben. Jenna, kannst du bitte nochmal hinsetzen, am besten hier auf diesen Stuhl? Ja? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dann Dua gemacht, so sehr seine Hände gehoben, und sehr, sehr lange hat er Dua gemacht. Sehr, sehr lange hat er gesagt, ja Allah, bitte, bitte unterstütze uns, ja? Sei mit uns. Und so weiter, und er hat ganz, ganz viel Dua gemacht. Und dann ist seine Kleidung sogar, also seine Weste, ja, sein Mantel ist sogar runtergefallen, und hat immer weiter Dua gemacht, dass Allah denen hilft bei dieser Schlacht. Und dann haben sie gekämpft, und die Sahaba radiallahu anhum haben diese Schlacht gewonnen. Ja, Muhammad sallam hat diese Schlacht gewonnen. Und dann, ja, und das war die erste Schlacht, und das nennt man auch die größte Schlacht. Ja, warum? Weil das war die erste, und es war eine sehr, sehr wichtige Schlacht für die Muslime. Aber Allah azzawajal hat den Gläubigen geholfen und hat sogar Engel geschickt, weil die Kuffar waren ja viel, viel mehr bei dieser Schlacht, bei diesem Krieg. Ne? Die waren viel, viel mehr und viel stärker eigentlich. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala Engel geschickt, die Engel, die man nicht sehen konnte, und die haben auch mitgekämpft mit den Gläubigen. Ja? Und deswegen, die Sahaba haben gesehen manchmal, dass der will gerade jemanden zum Beispiel töten, ne, von den Feinden, die Muslime töten wollen. Der will ihn gerade schlagen, und der sieht auf einmal, der wird schon geschlagen, und der fällt einfach runter. Ne? Also die Sahaba radiallahu anhum und Prophet Muhammad, die haben sogar gesehen, wie die Engel mitgekämpft haben, weil die Leute sind einfach so manchmal umgekippt. Ja, subhanallah, ohne dass ein Sahabi oder dass ein Mensch die getroffen hat. Ja? Warum? Weil Allah wollte die Muslime unterstützen und hat die Dua vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört. Er hört und angenommen. Ja? Und deswegen haben die Sahaba radiallahu anhum und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben diese Schlacht, diese wichtige Schlacht von Badr, haben die gewonnen. Ja? Und dann wollten die Kuffar, ja, aber die Kuffar wollten sich rächen. Die wollten sich rächen und die wollten den Muslimen das zurückzahlen. Warum? Weil von den Kuffar sind manche gestorben, das waren so die Führer von Mekka. Das waren so die ganz, ganz Starken von Mekka und die so wie der Präsident oder der Minister, ja, manche von denen sind gestorben und das waren so Leute, die ganz, ganz schlimm waren, ganz, ganz böse waren, die waren immer gegen den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Dua gemacht auch, ja,
Weil manche waren sehr, sehr böse zu Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu den Muslimen, haben viele Muslime getötet. Deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sogar manche Dua gemacht gegen bestimmte Personen von den Kuffar. Und die sind alle gestorben. Diese Personen, wo der Dua gegen sie gemacht hat, die sind alle gestorben bei der Schlacht von Badr. Und deswegen wollten die es dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den Sahaba, zurückzahlen und wollten sich dann rächen. Und dann, deswegen sind sie nach Mekka gekommen, ja, um dann gegen den Propheten zu kämpfen. Und das war die zweite Schlacht und eine sehr, sehr wichtige Schlacht und eine bekannte Schlacht. Und darüber gibt es auch viele Verse im Koran. Und diese Schlacht nennt man, also dieser Kampf, den nennt man die Ghazwatu Uhud. Ja? Und Uhud, also Badr übrigens, ist an einem Platz gewesen zwischen Mekka und Medina. Ja? Die Muslime waren in Medina und die Kuffar waren in Mekka. Und das war ein Platz zwischen Mekka und Medina. Die Schlacht von Uhud, die zweite Schlacht dann, diese Schlacht war in Medina, ja, an diesem bekannten Berg, der Uhud heißt. Kennt ihr den Berg von Uhud? Habt ihr schon davon gehört? Ja, das ist übrigens ein Berg, der liebt die Gläubigen, der liebt die Muslime. Und die Muslime lieben diesen Berg, ja, Subhanallah. Ja, wie kann es sein, dass ein Berg Menschen liebt? Ein Berg kann Menschen lieben, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt dem Berg, was er zu tun hat. Ne? Und der gehorcht Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, auch als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf diesem Berg war, er und Abu Bakr und Umar und Uthman, ja, da hat dieser Berg angefangen zu wackeln, so wie ein Erdbeben. Ne? Ja, hat er angefangen zu wackeln und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mit seinem Stock so geschlagen auf diesen Berg, ne, auf den Berg von Uhud. Und er hatte zu ihm gesagt, oh Uhud, bleib mal ruhig. Ja, du musst dich wieder beruhigen. Auf dir steht ein Prophet, ja, weil er selber, auf dir steht ein Prophet und ein Siddiq, ein Wahrhaftiger, also Abu Bakr, und zwei Shuhada, zwei Leute, die als Shahid sterben werden. Ja, da wusste schon Umar und Uthman, dass sie als Shuhada sterben werden, also die werden getötet. Ja, und Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat zu ihnen gesprochen, zum Berg von Uhud. In einem anderen Hadith hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, Uhud, dieser Berg Uhud, das ist ganz nah an Medina, ja, wenn ihr mal eine Umrah macht oder Hajj macht, inshallah, werdet ihr diesen Berg besuchen. An diesem Berg, dieser Berg, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Berg von Uhud, es ist ein Berg, der uns gläubige Muslime liebt und wir lieben ihn. Okay? Und dann gab es diese Schlacht dort und bei dieser Schlacht, ja, waren wieder die Muslime viel, viel weniger als die Kuffar. Ja? Also in der Anzahl waren die Kuffar wieder mehr als sogar dreimal so viel. Ja? Und die Muslime haben dann gegen die Kuffar bei dieser Schlacht angefangen zu kämpfen. Und am Anfang haben die Muslime fast diese Schlacht gewonnen. Ja? Die Kuffar sind sogar weggerannt. Aber ein paar Muslime, ein paar Sahaba, einige der Sahaba, die haben einen Fehler gemacht. Ne? Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihnen gesagt, ihr müsst an diesem Ort stehen bleiben. Euch nicht von diesem Ort bewegen. Ja? Ihr dürft euch nicht von diesem Ort wegbewegen. Ihr müsst dort bleiben. Das war so strategisch, weil er hat gesehen, dass manche von den Kuffar sich irgendwo hingestellt haben mit den Pferden und dass sie vielleicht so hinter den Berg kommen wollen und die Muslime von hinten angreifen wollen. Ja? Und als die Kuffar aber angefangen haben zu verlieren und weggerannt sind, dann haben die Muslime, die auf dem Berg waren, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihnen gesagt, ihr dürft euch nicht von diesem Berg bewegen, ihr müsst da drauf bleiben. Ne? Weil er so schon spekuliert hat. Also er hat damit gerechnet, dass die vielleicht die Kuffar, die Muslime von hinten angreifen. Deswegen hat er gesagt, ihr müsst dort bleiben. Ja? Und dann haben die aber gesehen, oh, die Kuffar rennen jetzt weg und die lassen sogar ihre Sachen liegen, ihre Waffen und was sie dabei haben. Ne? Und das, was sie ja liegen lassen und wegrennen und so, das ist ja Beute. Das kann man dann nehmen und es wird dann verteilt zwischen den Gläubigen zum Beispiel. Ja? Dann haben viele von denen gesagt, die waren so, glaube ich, fast 50. Und dann haben viele von denen gesagt, ey, komm, lass uns runtergehen. Die laufen schon weg, wir haben den Krieg schon gewonnen. Ne? Und dann hat manche haben dann gesagt, nein, nein, der Prophet hat gesagt, wir müssen hier bleiben, wir dürfen uns von hier nicht bewegen. Dann haben die gesagt, nein, ist doch egal, wir haben schon gewonnen, das ist schon vorbei. Ne? Und dann sind fast alle runtergegangen, außer nur ein paar. Und dann waren diese Leute, die auf dem Berg, auf den Pferden waren, ja, der Chef von ihnen war Khalid ibn Walid radiallahu anhu. An dem Tag war der noch kein Muslim. Ja. Hat er gesagt, okay, komm, wir gehen jetzt hinter den Berg. Und dann sind die von hinten gekommen und dann haben die ganz genau das gemacht,
was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schon vermutet hat, dass sie die von hinten angreifen. Und dann haben die von hinten angegriffen, auf den Pferden, ne? Und auf den Pferden bist du ja ganz oben und dann bist du ja stärker eigentlich als einer, der gerade auf dem Boden steht. Und die anderen Kuffar, die weggerannt sind, haben dann gesehen, dass die Pferde von hinten kommen. Dann haben die sich auch umgedreht und die Muslime angegriffen. Dann waren die Muslime in der Zange. Ja? Die waren dann quasi, die einen, die weggelaufen sind, haben sich umgedreht und die von hinten mit den Pferden kamen und die Muslime waren in der Zange. Ja? Und dann haben die ganz, ganz viele Muslime getötet. Deswegen, wegen diesem Fehler, der passiert ist, weil die nicht auf den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört haben. Ja? Und dann an dieser Schlacht ist auch der Onkel des Propheten Muhammad. Der Onkel des Propheten. Dann ist der Onkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hamza radiallahu anhu, gestorben, er wurde getötet. Ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war dann sehr, sehr traurig und hat geweint wegen seinem Propheten Hamza radiallahu anhu. Und ja, und dann sind andere Sahaba radiallahu anhu gestorben, weil manche Sahaba diesen Fehler gemacht haben und nicht auf den Propheten gehört haben, ja. Und dann haben sie sogar, wollten sie dann auch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam töten und sie haben ihn sogar verletzt, ja. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben dann versucht, ihn zu töten, die haben auf ihn Speere geworfen und manche haben mit ihm mit dem Schwert auf ihn geschlagen. Und manche Sahaba radiallahu anhu haben versucht, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu verteidigen. Ja, wie zum Beispiel Abu Dujana und Abu Ubaida ibn Abdullah radiallahu anhu. Es waren so manche Sahaba, die haben sich einfach vor dem Propheten gestellt. Manche haben sich einfach vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestellt und manche haben sich hinter ihm gestellt, um ihn zu beschützen, damit er nicht verletzt wird. Und dann haben die aber trotzdem manche, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte so einen Kampf, also so einen Schutz an, ja, so wie ein Schutzanzug oder ein Schutzschild auch, auch auf dem Kopf, ja, haben die manchmal damals im Krieg benutzt und da gab es halt so, ja, so wie so ein Helm, ja, und diese Helme hatten dann zum Beispiel so Stangen, ja, und manche Kuffar wollten dann den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam treffen und dann haben die auf ihn geschlagen. Und dann ist diese Stangen, dieses Metall, was am Helm dran war, ist dann in die Haut vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder in seinen Kopf rein, ja, und dann hat er geblutet. Und dann hat der Abi wa Umihu sallallahu alaihi wasallam, er hat dann geblutet und die haben dann auch seinen Zahn, also ein Zahn von ihm ist auch dann abgebrochen, ja, und er hat von seiner Wange und von seinem Kopf hat er geblutet, wie Abi wa Umihu sallallahu alaihi wasallam. Aber er ja, und am Ende ist dann diese Schlacht vorbeigegangen, ja, und die Muslime haben quasi eigentlich, haben sie am Ende diese Schlacht verloren, ja, diese Schlacht haben sie eigentlich verloren, und ungefähr 70 Sahaba radiallahu anhum sind gestorben, unter ihnen auch, wie gesagt, der Onkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hamza radiallahu anhum. Und dann gab es danach noch weitere Kämpfe, wie zum Beispiel, also weitere Kriege, wie zum Beispiel die Schlacht von Hudaybiyah oder die Schlacht von Al-Khandaq, ja, oder zum Beispiel die Schlacht von Mu'ta gegen die, gegen die Römer zum Beispiel, ja, wo dann zum Beispiel und viele andere, Bani Quraida
Ja, das war zum Beispiel eine Schlacht gegen die Juden, wo die Juden zum Beispiel, die haben einen Vertrag gehabt mit den Muslimen, aber sie haben den Vertrag einfach gebrochen und waren dann hinterhältig. Und dann gab es, wie gesagt, deswegen gab es dann viele verschiedene, Al-Ahzab, viele verschiedene Kriege, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekämpft hat. Was wolltest du sagen, Essia? Hast du eine Frage? Was ist deine Frage? Hat er da gestorben? Nein, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist da nicht gestorben. Ja, er wurde bei dieser Schlacht wurde er verletzt, aber er ist nicht gestorben. Ja, und danach, wie gesagt, danach gab es noch viele verschiedene Kriege. Und ja, aber wir wollen auch nicht ins Detail gehen mit jeder einzelnen Schlacht. Ja, es gab viele verschiedene Kriege zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, gegen die Römer, gegen verschiedene. Es gab ja damals viele verschiedene Länder und Feinde auch, ja, die gegen den Propheten gekämpft haben. Oder gegen die Sahaba, gegen die Muslime. Und das ist eine Sache, die es schon immer gab auf dieser Erde. Ja, und die wird auch nicht aufhören. Ja, weil es gibt immer böse Menschen. Auf dieser Erde gibt es halt auch immer böse Menschen. Ja, Menschen, die anderen Menschen Unrecht tun. Ja, und so gab es auch sehr, sehr viel, was wir auch in den Ländern hier, wo wir leben, in Europa zum Beispiel, in England, Deutschland, Frankreich, diese ganzen Länder, gab es schon sehr, sehr viele Kriege und überall auf der Welt. Ja, weil es immer irgendwelche Menschen gibt, die andere Menschen angreifen. Warum? Weil die wollen ihnen was wegnehmen. Ja, die wollen ihnen das Land wegnehmen, die wollen ihnen ihr Geld wegnehmen, etc. Und Menschen, es gibt einfach böse Menschen auf dieser Erde und das gab es schon immer und das wird es immer geben. Ja? Und deswegen gibt es auch im Islam zum Beispiel die Sache, dass man auch kämpft, ja? Auch wenn da zum Beispiel Frieden besser ist. Ja? Es ist besser, dass man Frieden hat im Allgemeinen. Ja? Und Frieden stiftet, dass man, wenn Leute Streit haben, zum Beispiel, dass man immer schlichtet zwischen ihnen, dass Menschen nicht streiten oder nicht kämpfen, ist eigentlich besser, normalerweise besser. Ja? Aber wenn man zum Beispiel angegriffen wird als Mensch, also du selbst als Mensch, oder ein Land angegriffen wird, dann hat natürlich jeder das Recht, sich zu verteidigen. Stimmt's oder nicht? Ne? Und dann reden wir schon mal ganz kurz über den Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gestorben ist. Ja, wie der gestorben ist. Und das war dann im 10. Jahr der Hijra. Ja, im 10. Jahr der Hijra. Also, der Prophet war 13 Jahre Prophet in Mekka und er war 10 Jahre Prophet in Medina. Ja, also wie viele Jahre war der insgesamt Prophet? 23 Jahre war er ein Prophet. Ja. Das heißt, er ist gestorben mit wie vielen Jahren? 46. Ja, der ist, mit wie vielen Jahren ist er Prophet geworden? 40. 40? Nee, wie viel hast du gesagt? 23. Nein, 40. Mit 40 Jahren ist er Prophet geworden, ja? Mit 40 Jahren. Und dann war der 23 Jahre lang ein Prophet. Also 63. 63 Jahre war der ein Prophet, ja? Mit 63 Jahren ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gestorben. Wie ist er gestorben oder was ist kurz davor passiert? Er saß einmal zum Beispiel da mit seinen Frauen und seiner Tochter Fatima radiallahu anha und er hat zu Fatima gesagt, weißt du was, Fatima? Er sagte zu ihr, normalerweise ist Jibril immer zu mir, in jedem Ramadan ist er einmal zu mir gekommen und hat mir den Koran beigebracht, ja, mit mir den Koran studiert. Aber diesen Ramadan ist er zu mir zweimal gekommen. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, Khalas, es ist mein Ende. Ja, ich werde jetzt nicht mehr leben. Ich werde sterben. Und dann hat das Fatima radiallahu anha gehört. Und dann hat sie angefangen zu weinen. Ja, und dann hat er ihr nochmal was in ihrem Ohr geflüstert. Und hat dann zu ihr gesagt, etwas gesagt. Und dann hat sie angefangen zu lachen. Ja, was hat er zu ihr gesagt? Er hat zu ihr gesagt, wenn ich sterbe, die Erste, die sterben wird von meiner Familie, ja, von meinen Angehörigen, zum Beispiel, der hatte ja noch andere Frauen gehabt, er hatte Enkelkinder gehabt, zum Beispiel ihre Kinder, Hassan, Hussein und so. Er hat gesagt, der Erste, der sterben wird, nach mir, von meiner Familie, der zu mir kommen wird quasi, nach dem Tod, wirst du sein, Fatima, ja. Und dann hat sie sich gefreut und hat dann gelacht, ja. Und
Und dann am Ende seines Lebens, ja, kurz bevor er gestorben ist, er dann ganz, ganz krank geworden. Ja, ist er krank geworden und hat Fieber bekommen in seinen letzten Tagen in Medina. Und er hat dann die anderen Frauen, weil normalerweise, wenn man mehrere Frauen hat, dann schläfst du dann, also dann hast du, dann hat jede Frau ein Anrecht, dass er, also einmal schläfst du bei dieser Frau, einmal schläfst du bei dieser Frau in ihrem Haus, ja. Und, aber weil er so krank war, hat er die anderen um Erlaubnis gefragt, ja. Er hat sie gefragt, erlaubt ihr mir, weil ich jetzt krank bin, dass ich im Haus von Aisha bleibe, ja. Und dann haben die Erlaubnis gegeben, weil das war ja ihr Recht, ne. Normalerweise musste er bei ihnen übernachten. Deswegen hat er sie um Erlaubnis gefragt und sie haben ihm natürlich Erlaubnis gegeben. Und dann war der im Haus von Aisha radiallahu anha. Und ihr Haus war ja auch direkt, also die hatte direkt die Tür zur Moschee gehabt, ne? Und in den letzten Tagen ist er dann krank geworden, hat Fieber bekommen, ja? Und warum hat er Fieber bekommen? Er ist doch der Prophet von Allah, ja? Warum ist er zum Beispiel im Krieg, warum ist er verletzt gewesen und hat geblutet, ja? Der ist doch nur, ja? Allah will uns damit zeigen, Nummer eins, dass er nur ein Mensch ist, ja? Erstens, er ist nur ein Mensch, er ist nicht Gott. Ja, damit wir nicht so wie die Christen machen, dass wir ihn anfangen anzubeten. Ja, damit wir ihn als, wir lieben ihn, wir ehren ihn etc., wir folgen ihm, aber wir lieben ihn als Mensch und als Prophet. Ja, wir beten ihn nicht an. Deswegen, Allah will uns damit zeigen, dass er auch verletzt sein kann und auch krank werden kann, ja, so wie andere Menschen, weil er ist ein Mensch, damit man ihn nicht anbetet. Okay? Und deswegen sagt Allah im Koran, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أو إن مات أو قتل أو وما محمد إلا رسول قد خلى من قبله رسل أو إن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي له الشاكرين. Allah sagt, ja, Muhammad ist nur ein Prophet, so wie andere Propheten, die vor ihm gekommen sind. Wenn er etwa stirbt oder getötet wird, ja, werdet ihr dann etwa rückfällig werden? Werdet ihr dann zum Kufr zurückgehen, nur weil er stirbt oder getötet wird? Ja? Derjenige, der von seiner Religion abkehrt, kein Muslim mehr ist, der wird Allah nicht schaden. Ja, Allah ist sowieso allmächtig. Ja? Er wird nur sich selber schaden. Ja? Deswegen, wenn einer, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nur ein Mensch. Allah wollte uns damit zeigen, dass er nur ein Mensch ist. Ja? Und dass er auch geprüft werden kann. Oder dass Allah ihn prüft, damit er von ihm was sieht, damit er sieht, dass er geduldig ist, damit wir lernen, geduldig zu sein, wenn wir krank sind. Ja, damit wir eine Lektion davon nehmen und Lehren daraus nehmen, ja, aus seinem Leben. Deswegen, ja, und deswegen, der Prophet Muhammad ist dann krank geworden. Ja. Manche von den Gelehrten sagen auch, dass der Grund zum Beispiel war, dass eine Frau hat ihn ja versucht zu vergiften. Ja, das war eine jüdische Frau, die hat dem Propheten Muhammad und Sahaba Essen gemacht und die hat dann Gift reingemacht. Das war schon lange davor, ein paar Jahre davor. Und dann hat sie ihnen das zu essen gegeben. Ja? Und dann haben die davon gegessen. Der Prophet Muhammad hat einmal davon oder zweimal, also hat nur kurz so probiert. Manche Sahaba haben auch davon gegessen. Manche Sahaba sind direkt gestorben. Ja? So, ich glaube, zwei oder drei Sahaba. Zwei, drei oder vier der Sahaba sind gestorben. Und der Prophet Muhammad ist zwar krank geworden, ist aber nicht gestorben von diesem Gift. Ja, und dieses Essen, ja, also entweder Jibril oder das Essen hat ihm gesagt, dass es vergiftet ist. Ja, und deswegen hat er ihm gesagt, stopp, nicht mehr essen. Ja, Allah hat ihm dann diese Informationen gegeben. Ja, und als er krank geworden ist, als er gestorben ist, zu dieser Zeit, ganz kurz, ja, als er gestorben ist, manche sagen, dass er Schmerzen hatte, ja, von dieser Vergiftung, die er noch hatte, weil er immer wieder davon Schmerzen hatte, ja, von der Vergiftung, die er hatte, von dieser Frau, die ihn vergiftet hat, ja, auf jeden Fall, ja, war er dann sehr, sehr krank und die letzten Tage konnte er sogar nicht mal aufstehen von seinem Bett, um zur Moschee rauszugehen, obwohl er hatte direkt an der Moschee gewohnt, er musste nur seine Tür aufmachen und dann war er schon in der Moschee drin, ja, und, aber er konnte nicht mehr, ja, er konnte nicht mehr aufstehen und rausgehen zur Moschee. Manchmal hat er es versucht, ja, und dann haben ihm zwei Sahaba radiallahu anhu so geholfen und haben ihm dann geholfen. Dann ist er gegangen zur Moschee und hat vorgebetet. Und an manchen Tagen hat der Prophet Muhammad das nicht geschafft und hat dann gesagt, Abu Bakr soll vorbeten.
Ja, Abu Bakr soll vorbeten. Und dann manchmal hat er nur rausgeguckt, also hat er den Vorhang aufgemacht von seinem Zimmer aus, hat er den Vorhang aufgemacht und dann hat er gesehen, dass Abu Bakr radiallahu anhu vorgebetet hat und die Sahaba gebetet haben. Und er hat sich darüber gefreut, als er dieses Bild immer gesehen hat, dass die anderen gebetet haben. Und ja, und dann am letzten Tag, wo er gestorben ist, bi abi wa ummi huwa salat. Sallallahu alaihi wasallam. An diesem Tag konnte er nicht mehr rausgehen. Abu Bakr radiallahu anhu hat das Gebet geleitet. Ja? Abu Bakr hat vorgebetet und Muhammad sallallahu alaihi wasallam konnte nicht mehr aufstehen. Ja? Und er lag und er hatte sehr, sehr starkes Fieber und er war sehr, sehr heiß. Ja? Und Aisha radiallahu anha hat dann immer ein Tuch genommen und Wasser genommen und das über auf seine Stirn gehalten und ihn versucht, seine Temperatur zu niedrigen. Erniedrigen. Ja, runterzubringen, ja, und zu senken, dass seine Temperatur nicht mehr so stark steigt oder so heiß, dass er so heiß eine hohe Temperatur hat. Und sie hat dann versucht mit seiner Hand, statt dass sie ihre Hand nimmt, hat dann seine Hand genommen mit Wasser und hat dann, weil sie gesagt hat, dass seine Hand mehr Baraka hat, ja, gesegnet ist, weil er der Prophet ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann wurde er gefragt, dass er sehr, sehr heiß ist, ja, und ob der starke Schmerzen hat. Und dann hat er zum Sahabi gesagt, ich habe doppelt so viel Schmerzen, wie ein normaler Mensch hat und doppelt so viel Fieber, ja, weil er ein Prophet ist. Hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen noch mehr gegeben, ja, auch von Fieber und so. Warum? Weil er seine Stufe erhöht hat im Paradies, ja, und weil er auch mehr aushalten kann und weil er auch stärker war, ja. Und dann kam der Bruder von Aisha radiallahu anha rein, von Abu Bakr, der Sohn, ja, der Bruder von Aisha, Abdurrahman, er kam rein und er hat ein Siwak dabei, ne. Und der Prophet Muhammad sallallahu konnte nicht mehr reden, der hat dann nur so mit seinen Fingern so gemacht, ne. Und Aisha hatte direkt verstanden, der will gerne den Siwak haben. Dann hat die den Siwak genommen und hat ihn so kurz weich gemacht mit ihrem Mund, ja, mit ihrer Speichel, kurz weich gemacht und hat sie es dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben. Ja, weil er wollte gerne Siwak, also seine Zähne putzen. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam angefangen zu reden, ja. Und Aisha hat verstanden, dass Allah subhanahu wa ta'ala gerade ihm eine Nachricht gibt, ja, und ihn gerade fragt, ob der noch weiter. Ob der noch weiterleben will oder ob der sterben will und zu Allah gehen will, ja. Und dann, also er hat ihm die Wahl gegeben, ob der noch ein bisschen länger leben will oder ob der jetzt sofort sterben will und zu Allah zurückgehen will. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, Balir Rafiq al-A'la, ja, er wollte gerne zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgehen, weil er Allah subhanahu wa ta'ala liebt und Allah azza wa jalla treffen wollte, hat er gesagt, nein, ich möchte lieber jetzt sterben und zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgehen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann gestorben und seine Seele ist rausgegangen aus seinem Körper zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Sahaba radiallahu anhum waren dann natürlich sehr, sehr traurig und haben alle geweint. Und Abu Bakr radiallahu anhum war gerade nicht dort, er hatte eine Ehefrau, die war aber etwas
weiter weg in Medina. Und dann hat er davon gehört und ist direkt zurückgekommen. Und ist er in das Haus von Laysa gestorben, im Haus von Aisha radiallahu anha. Ja, in seinem Haus, wo er mit Aisha gelebt hat. Und dann ist Abu Bakr radiallahu anha reingekommen und hat ihm zwischen die Augen geküsst. Dann hat er ihn zwischen seinen Augen geküsst und hat zu ihm gesagt, O Muhammad, ja Rasulullah, du siehst wunderschön aus, lebendig und tot. Ja, du sahst schön aus, als du lebendig warst und du siehst auch tot wunderschön aus. Und dann hat er zu ihm gesagt, obwohl er war tot, hat nur mit ihm quasi trotzdem gesprochen und hat ihm gesagt, und dieser Tod, den du geschmeckt hast, ja, diesen Tod, den hast du jetzt einmal geschmeckt, ab jetzt wirst du nie wieder sterben, ja, weil man stirbt nur einmal und danach lebt man wieder für die Ewigkeit. Ja? Und Umar radiallahu anhu war vor der Tür und er hat gesehen, dass die Sahaba sagen und dass die Leute sagen, der Prophet ist gestorben. Ja? Und weil die haben ihn so sehr geliebt und die haben sich so sehr an ihn gewöhnt, ja, dass sie das nicht aushalten konnten. Da hat er sein Schwert rausgeholt. Da hat derjenige, der sagt, Muhammad ist gestorben, ich werde ihn töten. Ja? Der ist so richtig, er war richtig, also so richtig traurig. Ja? Und manche Sahaba haben sich hingesetzt. Manche sind in Ohnmacht gefallen und so, ja, und sehr, sehr viele haben einfach nur geweint. Und dann ist Abu Bakr zu ihnen gegangen. Und dann ist Abu Bakr radiallahu zu den Sahaba rausgegangen und er hat dann gesagt, ja, oh ihr Gläubigen, oh Muslime, hört gut zu, ja. Derjenige, der Allah anbetet, der soll wissen, Allah stirbt niemals, ja. Derjenige, der Muhammad s.a.w. anbetet, ja, derjenige, der zum Beispiel Mohammed anbeten will, ja, der muss wissen, Mohammed ist gestorben. Ja, der lebt nicht mehr, der ist schon tot. Ja. Aber derjenige, der Allah anbetet, Allah lebt für Ewigkeit und Allah wird niemals sterben. Ja. Das ist eine normale Sache, Mohammed ist gestorben. Ja. Normalerweise war er so ein lieber Mensch, ein weicher Mensch, ja, Abu Bakr, aber als diese Sache passierte zum Beispiel, war der ein richtiger Löwe. Ja, und sehr, sehr stark. Und obwohl er den Propheten Muhammad am allermeisten geliebt hat, und das war sein allerengster Freund, er hat sich sehr, sehr stark benommen an diesem Tag, ja. Er war sehr, sehr stark und ist ruhig geblieben. Ja, weil er weiß, Allah subhanahu wa ta'ala hat es so beschrieben, dass jeder Mensch sterben muss. Und er wusste auch, wenn er jetzt zu Allah zurückgeht, Allah wird ihn richtig, richtig viel belohnen, ja. Ihm wird es jetzt trotzdem bei Allah sehr, sehr gut gehen. Okay, und dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben. Aber die Sache, die wir inshallah wissen müssen, ist, dass wir den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wiedersehen werden. Ja? Und zwar, wenn wir alle sterben, werden wir den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam treffen an einem See. Und das ist der See von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja? Er wird genannt Al-Hawd. Ja? Al-Hawd. Ja? Und dieser See, das Wasser davon ist süßer als Honig. Ja, und weißer als Milch. Ja, und das sind Perlen und so. Und der Prophet Muhammad, der wird an dem Tag, wenn er die Gläubigen trifft, die Muslime trifft, er wird ihnen zu trinken geben. Ja, er wird ihnen zu trinken geben von seinen Händen. Wer daraus trinkt, der wird nie wieder durstig sein. Ja, nie wieder wird er durstig sein. Subhanallah. Und die Muslime werden ihn wieder treffen am Tag der Auferstehung, an seinem Haut. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu gehören lassen, dass wir ihn an seinem Haut treffen. Ja, außer manche Leute werden nicht zu diesem Wasser gelassen von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Tag der Auferstehung. Ja, an diesem Tag, alle Muslime werden dann zu ihm kommen, ihn treffen, von seiner Hand trinken, außer manche. Und diese Leute, da werden die Engel sie wegschubsen, ja, und ihnen das nicht erlauben. Und dann wird der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das sehen und ihnen sagen, hey, warum macht ihr das? Warum lasst ihr, die gehören doch zu mir, das sind Muslime. Dann werden die Engel sagen, oh Muhammad, du weißt gar nicht, was sie nach deinem Tod gemacht haben. Sie sind nicht mehr deinem Weg gefolgt. Ja, die sind nicht mehr der Sunna gefolgt. Die sind so irgendwelchen Sekten gefolgt, irgendwelchen Gruppen gefolgt. Die haben nicht mehr das gemacht, was du gemacht hast. Die haben nicht so gebetet, wie du gebetet hast. Die haben nicht Dua gemacht, wie du Dua gemacht hast. Die haben nicht Dhikr gemacht, wie du Dhikr gemacht hast. Ja, die haben alles verändert. Die haben einfach neue Sachen erfunden und neue Sachen gemacht. Die sind dir nicht gefolgt. Und wenn er das hört, dann wird er sagen, Suhkan, Suhkan, bringt die weg, diese Leute, die gehören nicht zu mir.
Ja? Das heißt, es zeigt uns, dieser Hadith zeigt uns, dass wir, wenn wir mit Muhammad sein wollen, im Jenseits, ja, am Tag der Auferstehung und im Paradies, da müssen wir inshallah seinem Weg folgen, ja, der Wahrheit folgen, gerecht sein, gute Menschen sein, gute Charaktereigenschaften haben, zu unseren Eltern gut sein, ja, und spenden und immer, immer beten. Ja, auch wenn es einem schwerfällt manchmal oder wenn man müde ist, ja, dass man immer betet und fastet und dass man versucht, ein guter Mensch zu sein. Ja, und dann wird man inshallah mit Muhammad sein an seinem Haut und dann wird man mit ihm sein im Paradies. Ja, weil das Paradies wird nicht geöffnet. Ja, alle Menschen, wenn alle Menschen am Tag der Auferstehung ja vor dem Paradies stehen, das Tor wird nicht geöffnet. Ja, die Gläubigen stehen vor dem Paradies und das Tor wird nicht geöffnet. Erst wenn Muhammad da steht, ja, und da klopft und die Engel, die im Paradies an den Paradiestoren arbeiten, ja, die werden sagen, wer ist da? Dann wird er sagen, ich bin Muhammad, der Prophet Muhammad. Und dann werden sie sagen, ah, du bist der Prophet Muhammad. Uns wurde befohlen, für niemanden die Tür aufzumachen, außer für dich. Ja? Also wir dürfen die Tür nur dir auföffnen. Und dann wird die Tür aufgemacht und dann werden aber alle Gläubigen reingehen. Von dieser Oma, von der Oma von Muhammad, aber auch von den anderen Völkern, die vor uns waren. Von Musa und Isa, also Moses, Jesus, Abraham, alle Propheten, die vor uns waren, alle, die an Allah geglaubt haben und der Wahrheit gefolgt sind, die werden dann alle, inshallah, ins Paradies dann eintreten. Und diejenigen, die sehr, sehr gläubig sind, sehr, sehr gut sind und sehr, sehr gläubig sind, die werden am Tage der Auferstehung auch mit den Propheten sein, ja, im Paradies. Ja, wie Allah sagt im Koran, مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. Ja, diejenigen, die wirklich richtig gläubig sind, gute Gläubige sind, ja, die werden am Tag der Auferstehung auch mit den Propheten sein. Und eine Sache zu allerletzt, inshallah, eine Sache noch zu allerletzt ist, dass man das weiß, ja, das haben wir darüber schon gesprochen, aber die Sahaba radiallahu anhum haben einmal gesagt zum Propheten, ja, sie haben gesagt, O Gesandter Allahs, wenn wir ins Paradies eingehen werden und du auch, du wirst ja bestimmt eine höhere Stufe haben, weil du bist ein viel, viel besserer Mensch, ein viel besserer Muslim als wir. Ja, da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihnen gesagt, Al-Mar'u ma'a man ahab. Der Mensch wird mit dem sein, den er liebt. Ja, du wirst im Paradies mit denen sein, mit denen du liebst. Und derjenige, der die Kuffar liebt, ja, der wird auch mit den Kuffar sein am Tag der Auferstehung, aber die Kuffar werden in die Hölle gehen. Ja, deswegen, ja, ist es wichtig, dass wir die Gläubigen lieben und ganz besonders den Prophet Muhammad s.a.w. lieben. Und wenn du ihn richtig liebst von Herzen, dann folgst du ihm auch. Richtig? Ja? Und wenn du ihn liebst, wirst du inshallah mit ihm auch sein im Paradies. Ja, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle dazugehören lassen und uns alle zu den Paradiesbewohnern gehören lassen. Und jazakumullahu khairan und barakallahu fikum. Und das war inshallah der letzte Vortrag in der Unterrichtswoche, in der Unterrichtsreihe, die Prophetengeschichten. Ja? Und inshallah werden wir dann nächste Woche oder übernächste Woche Sonntag inshallah dann den Test haben. Und es kann sein, dass ich eventuell diesen Sonntag wechseln muss zu einem Samstag, ja, mit dem Unterricht, aber das werde ich inshallah ankündigen. Ansonsten versuche ich inshallah, wenn es geht, also beruflich geht, dann werde ich das versuchen, trotzdem sonntags zu machen, wie wir das haben. Okay, inshallah. Wollt ihr 10 Quizfragen oder sollen wir aufhören? 5 oder 0. Wir haben ganz genau eine Stunde gehabt. 5 Fragen. 5 Fragen? 5 Quizfragen? Okay, 5 Quizfragen, ja? Okay, ich war übrigens heute nicht auf YouTube, weil ich habe meinen Computer anderswo. Ja, Video wird sowieso immer gespeichert. Warte mal, Fikum. Okay, 5 Fragen, ja? Also YouTube bin ich leider nicht heute live, aber Instagram und Facebook, inshallah. Ich stelle einfach die Frage und der Erste, der die richtig weiß, soll sie einfach reinschreiben ins Kommentarfeld. Okay? Kinder bitte nur. Also die. Wir müssen einfach mal Hände sagen. Hände, ja, auch aufzeigen, okay? Also hier aufzeigen und im Internet, die können einfach es reinschreiben und die Antwort reinschreiben. Okay. Erste Frage, welches Kind war der erste Sahabi, der den Islam angenommen hat? Von den Sahaba, ja? Welches Kind war das erste, das den Islam angenommen hat? Was meinst
Der erste, der den Islam angenommen hat, zur Zeit des Propheten Mohammed, das sind von den Kindern. Fatima? Nah dran. Aisha? Fatima hat ja noch nicht gelebt. Aisha? Nee. Okay, Loran, sorry. Bist du ein Kind? Also, hat es jetzt ein Kind gesagt oder ein Erwachsener? Ja? Mohammed sagte Ali, aber, also Loran hat auf jeden Fall zuerst geantwortet und Ali gesagt, Kinder zwischen 5 und, oder 4 und 12. Ja, Ali radiallahu anhu, Angelique sagt auch, und Musa sagt auch Ali. Also jetzt sagen alle Ali, ja, Ali ist richtig, aber zuerst hat es reingeschrieben, Loran Changla, ich kann es nicht gut lesen, keine Ahnung. Ali ibn Abi Talib ist richtig, ja, der Cousin des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, okay, das war ein Erwachsener, deswegen richtig, aber okay, Angelique war die zweite. Angelique, kommt die Antwort von dir oder von einem Kind? Also Erwachsene können gerne mitmachen, aber wenn jemand für sein Kind schreibt oder die Antwort von einem Kind, dann bitte den Namen dazu schreiben und das Alter, damit ich auch die Punkte gerecht verteile. Ja? Auch Erwachsene, okay. Dritter war auf jeden Fall, glaube ich, auf Facebook jemand. Mohammed. Mohammed hat Ali gesagt, Mohammed ist ein Kind, nehme ich an. Wenn es zwischen 5 und 12 ist, dann geht dieser Punkt an. Oh, Mohammed ist 7 Jahre alt, mashallah. Dieser Punkt geht an Mohammed, ja? Richtig, Mohammed, mashallah, Allahumma barik. Richtig. Okay. Frage Nummer 2. Welcher Prophet welcher Prophet kommt vor dem Tag der Auferstehung nochmal zurück auf die Erde? Es gibt einen Propheten, der kommt zurück auf die Erde. Wer weiß das? Asya? Nein. Khadija? Isa alayhi salam ist richtig. Jetzt sehe ich aber gerade, Sumayya Salma hat auch Isa geschrieben. Ich weiß nicht, wer es zuerst gesagt hat, du oder Sumayya Salma? Ich wollte die Isa. Okay, du hast schon vorher aufgezeigt. Ja, du hast vorher aufgezeigt. Okay, gehen wir diesen Punkt an Khadija, ja? Aber Safiya, nee, Sumayya Salma, mashallah, war auch. Also, mashallah, alle die Frage, richtig, ja? Isa alayhi salam, Jesus. Okay, nächste Frage. Welcher Prophet baute als erstes die Kaaba auf? Nein, Khadija, nicht du, Esja. Isa. Ah, nicht Isa. Muhammad. Nein, nein, nicht. Du darfst nur einmal was sagen. Isa ibn Maryam, nein. Sumayya sagt Ibrahim. Ich wollte das auch. Ibrahim ist richtig. Ich habe das auch gesagt. Hä? Du hast auch gesagt, aber du hast gerade schon eine Antwort. Okay, Amatullah Muslim Adin sagt auch Ibrahim. Hudayfa, Qaswara oder Fatima sagen auch Ibrahim, ist richtig, ja. Aber zuerst war es Sumayya. Sumayya hat einen Punkt. Sumayya hat es zuerst geschrieben. Ich habe es aber nicht drangenommen. Ich kann euch ja nicht immer dran nehmen, wenn ihr vor mir sitzt, ihr seid dann zu schnell. Okay, eine wichtige Frage. Wer die Rania und Mohammed Ilyas haben auch Ibrahim gesagt. Mashallah, richtig. Also alle haben die Frage richtig beantwortet. Jetzt eine wichtige Frage. Und wer die richtig beantwortet, bekommt 2 Punkte. Ja? Welche Fragen müssen wir im Grab beantworten? Bitte. Welche Fragen müssen wir... Jenna? Weißt du es nicht, Jenna? Bitte, was? Welche Fragen müssen wir im Grab beantworten? Bitte. Du hast schon eine Frage beantwortet. Aber bitte nur eine, bitte. Meine letzte Frage. Jenna? Nein, Jenna? Nein, bitte. Nein, es ja nicht einfach reinsprechen. Nein, warte mal. Aber jetzt wirklich nur... Okay, eine Oma, ist das Kind oder Erwachsen? Ametullah Muslim Adin, Erwachsen oder Kind? Ich bin ein Kind.
Ein Moment. Eine Oma hat zuerst geantwortet. Also das war mal immer als schlecht, als schnellstes. Oh, eine Oma ist 24 Jahre alt. Okay, die Antwort war richtig, aber jung, aber zu erwachsen. Nein, die dritte ist. Also, wer war danach? Eine Oma, als zweites war es, glaube ich, Allahu alam, entweder, ich bin mir nicht sicher, wer als erstes war, aber Aisha sagt, wer ist unser Prophet, wer ist unser Gott, was ist unsere Religion? Ja, und die Antwort ist richtig. Ja, und aber ich weiß nicht, es ja nicht bitte. Amatullah Muslimadin, erwachsen oder erwachsen, okay, gut. Also ich nehme an, dass Aisha ein Kind ist, und wenn das so ist, dann hat Aisha auch gewonnen. Aisha ist fast 9. Aisha hat es geschrieben? Ja, Aisha ist fast 9. Aisha hat 2 Punkte. Sehr gut. Mashallah, ja? Allahumma barik. Ja? Allah wird uns fragen, das sind die 3 wichtigsten Fragen, die wir im Grab, die Allah uns stellen wird. Und das ist ein großer Test. Wer die richtig beantwortet, inshallah, der wird im Paradies sein. Aber wer, ja? Wird, das wird doch schwer zu antworten, ne? Nein, es wird ganz einfach, wenn du das gelebt hast, also wenn du es jetzt hier lebst. Ja? Wer ist dein Gott? Allah. Ja? Wer ist dein Prophet? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was ist deine Religion? Islam. Wenn du diese 3 Sachen hier schon weißt und du lebst sie auch, ja, du betest immer zu Allah, du machst immer Dua zu Allah, ja, du praktizierst das, du machst das immer, ja, wie betest du, wie fastest du, wie machst du Dhikr? So wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also Muhammad ist dein Gesandter, ja, dein Vorbild und dein Lehrer. Und was ist deine Religion, der du folgst? Islam, also Koran und Sunnah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, du lebst das hier. Und dann, wenn du das hier schon lebst, dann, wenn du im Grab gefragt wirst, du wirst es direkt beantworten können. Ja, weil es war in deinem Herzen drin. Ja? Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir diese 3 Fragen wissen und dass wir die auch leben. Okay? Ja? Ich weiß nicht, ob das echt ist. Werden wir gefragt, auch nicht im, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht, aber werden wir auch gefragt, über so Gender oder der Hände, man so, weißt du, so eine Frage, so, diese Gender oder Hände. Ich weiß nicht, fällt mir gerade nicht ein. Nächste Frage, welcher Prophet wird Khalilur Rahman genannt? Khalilullah. Khalilullah. Welcher Prophet wird Khalilullah genannt? Haben wir auch letztes Mal gemacht. Kann sein, haben wir schon mal erwähnt in den Vorträgen. Ich war nicht da. Ah, du warst nicht da, ist ja. Schade. Ja, es gibt einen Propheten, der wird im Koran Khalilullah. Ein Prophet. Oh, ich dachte ein. Ja, also. Also, einen Moment ganz kurz. Oh, Sumayya Selma aus Hagen haben geschrieben, Ibrahim a.s. und Ibrahim a.s. ist richtig. Hudayfa auch aus Hagen, auch Hudayfa hat die Frage richtig beantwortet. Das wollte ich gerade sagen. Und Amatullah auch. Und Mohammed, glaube ich, auch. Ja. Ja, aber die haben zuerst geschrieben. Ja, also der Punkt geht nach Hagen an Sumayya Selma. Mashallah, richtig, einen Punkt. Ja, Allahumma barik. Okay, ja, heute ist Dienstag, aber ich habe den Vortrag von vorgestern Sonntag verschoben auf heute. Habe ich aber als Flyer, also habe ich bekannt gegeben. Ja, Rania sagt auch Ibrahim. Alle haben richtig beantwortet, die Frage richtig beantwortet. Okay. Die nächste Frage ist, wie groß war der Prophet Adam a.s.? So groß? So? Nein. Wie groß war der Prophet Adam a.s.? Ihr könnt mir da die arabische
Anzahl geben, ne? Die arabische. Meinst du so Meters? Ja, das ist ja nicht Meters, sondern eine andere. Eine andere. Wie nennt man das nochmal? Length. Length, ja, eine andere Länge, eine bestimmte. Measurements, genau, Measure. Ja? Aisha sagt 3 Meter. 3 Meter war der nicht, nein. 5 Meter. Auch nicht 5 Meter. Nicht einfach. Ja, eine Maßeinheit, ja? Genau. Eine andere Maßeinheit. Ilya sagt 10 Meter und 10 Meter, Baraklaufikum, die sagt noch Herren, eine Maßeinheit. Und diese Maßeinheit, im Arabischen benutzt man die. Man kann die aber auch auf Deutsch oder so benutzt man das auch, aber es ist nicht heutzutage nicht mehr so. Heute sagt man einfach Meter, hier in England oder in der englischen Sprache benutzt man dann Meilen, ja, oder Yards, eine andere Maßeinheit, ne? Also, 7 Meter ist auch nicht richtig. Jemand hat doch gesagt 10 Meter. 3 oder 4 Mal so groß, auch nicht richtig. Meter. Khadija? 10 Meter. 10 Meter, auch nicht richtig. Noch größer oder weniger? Jenna? Wie ein Wal. Ja, aber wie groß? Es gibt ja verschiedene Wale. Also, wer so weiß das? So groß wie die Mekka. So groß wie? Mekka. Wie die Kaaba? Ja. Nein, so groß größer. Wie 40 Meter. 40 Meter ist ein bisschen zu groß. Wie messst du den Aksa? Also, ich lese so viele Zahlen jetzt. Einer sagt 30 Ellenbogen. Ellen ist schon mal die richtige Maßeinheit, ja? Das ist eine Elle, ja? Ellenbogen, nein. Bis hier. 65. Ja? 50 Ellenbogen. Ja? Aber die Anzahl, 30 ist nicht richtig. 50. Und 30 Meter sind es auch nicht genau, aber... Aha, da ist einer, der sagt 27 Meter. Der ist auf jeden Fall am allernächsten dran. Hawa sagt auch 30 Meter. Also, pst. Nein, ihr habt schon alles. Sag mal leise. Ihr habt schon alles gesagt. Pst. Ja, also im Arabischen, in dem Hadith, glaube ich, ist erwähnt, Satuna Dira'an, 60 Ellen. Ja, 60 Ellen. Und ich glaube... Ja, also man sagt einfach 30 Meter, aber ganz genau sind es nicht 30 Meter. Das sind entweder, ich bin mir nicht mehr sicher, entweder 23 Meter oder 27 Meter. Ja? Also, wer liegt richtig? Keine Ahnung. Gesagt, 50. Nein, manche haben geschrieben 30, 40, 60, alles wurde geschrieben. 60. Ja? Ich habe gesagt 33 Meter, 30 Dera. Wie heißt das? Nein, also Allahu alam, aber das, was ich... Oder ich erinnere mich, 60 Ellenlängen, Ellen. Ja, Ellenlängen. Und eine Elle ist, keine Ahnung, irgendwas mit, was weiß ich, irgendwas mit etwas über 40 Zentimeter, glaube ich, Allahu alam. Auf jeden Fall unter 30 Meter, entweder 23 oder 27 Meter, ja, ist das, Allahu alam. Aber ich weiß gar nicht mehr, wer was geschrieben hat, deswegen einmal eine zusätzliche. Haben wir 4 Fragen oder 5? War das die 5. Okay, ich nehme einfach eine andere 5. Okay? Die letzte Frage. Okay, die letzte Frage ist... Die letzte Frage ist, welche Frau, eine andere Frage. Doch. Nein. Wer war die Mutter von Fatima? Aisha. Oh, mashallah, ist ja. Falsch. Khadija. Hey, Jinna, nicht einfach reinschreien. Ja, aber das war richtig. Oder? Das war aber richtig. Ja, das war richtig, aber die darf nicht einfach reinschreien. Yay, ich habe einen Punkt. Hey, nein, du hast keinen Punkt. Du hast einfach so... Nur der Heilige gesagt.
Wie heißt der Vater von Yusuf a.s.? Omar. Esja, du sagst einfach irgendwelche Sachen. Ihr müsst aufzeigen. Wer war der Vater? Yusuf. Von Yusuf a.s. Isa a.s. Psst. Nein. Falsch, nicht mehr Sachen sagen. Emmetullah ist erwachsen. Und Mohammed hat als erstes beantwortet. Wenn das die Antwort von Mohammed war, dann hat Mohammed, glaube ich, jetzt noch einen Punkt. Kam die Antwort von Mohammed? Ilyas und Miral sagen Jakob. Rania aus Bonn sagt Khadija, also zu der Frage davor, richtig. Ja, Fatima, richtig, also das ist zu der Frage davor, ja. Ayub ist falsch. Jakob ist richtig. Und Mohammed hat es gesagt. Mohammed hat die Antwort als erstes richtig gesagt. Deswegen hat Mohammed einen zweiten Punkt. Du darfst mich ja nicht antworten. Mohammed hat zwei Punkte. Wer hat denn nochmal zwei Punkte? Ich hatte einen Punkt. Nee, jemand hatte doch zwei Punkte mit der Frage, wer ist denn? Ja, Wer war das nochmal? Ich. No. Du warst ich hatte aber einen Punkt. Nee. Aber du hast einen Punkt gehabt, ja. Ja, Jakob a.s. ist richtig. Habt ihr alle richtig? Irgendwann hatte diese Frage mit, wer ist dein Gott? Wer ist dein Prophet? Ja. Und was ist deine Religion? Hat auch zwei Punkte bekommen. Ich glaube, es war jemand hier. Ja? Ich glaube, es war auf Instagram, ne? Mhm. Ja, dann hat einer auf die wissen bestimmt. Instagram hat einfach derjenige gewonnen, der die Frage richtig beantwortet hat. Und Mohammed hat auf Facebook gewonnen. Okay? Yeah, okay? Und wer hat hier gewonnen? Ich. Du hast sie. Ja, dann war der Glaufikum, der sagt noch Herren. Inshallah war das der letzte Vortrag in der Reihe Die Prophetengeschichten. Und inshallah werden wir den Test machen. Ja, jeder, der mitmachen möchte, also Kinder von 5 bis 12, die können alle mitmachen. Inshallah ta'ala. Und und wir werden inshallah danach mit einem neuen Unterricht anfangen. Und dann werde ich inshallah jetzt überlegen, ob wir entweder oder vielleicht werde ich auch euch das entscheiden lassen, ob wir dann entweder Sahaba-Geschichten machen, über die Sahaba sprechen, ab jetzt, für die nächsten Monate, oder ob wir einen anderen Islamunterricht machen, zum Beispiel was? Zum Beispiel Arabisch lernen. Ja, Arabisch lernen ist so zu schwer, zu trocken, weil auch alle Kinder verschieden. Der eine kann gar nichts. Der eine kann schon lesen und schreiben, der eine kann schon ein bisschen Arabisch, der andere kann gar kein Arabisch. Das wird so mit dem Unterricht schwer sein. Ja, deswegen werden wir das hier so nicht machen. Aber ja, also entweder machen wir Tafsir vom Koran, ja, was diese Suren im Koran bedeuten zum Beispiel, oder über Sahaba. Ich werde inshallah drei verschiedene Sachen aussuchen. Und dann werde ich vielleicht etwas posten und dann können die Eltern mit ihren Kindern alles, inshallah, dann abstimmen, entscheiden, ja. Also die Prophetengeschichten haben wir jetzt gerade fertig gemacht, ja. Wir haben über alle Propheten gesprochen. Alle Unterrichte findet ihr, inshallah, auf meinem YouTube-Kanal, Instagram und Facebook. Ja, auf YouTube, glaube ich, findet man die auch direkt untereinander. Ja, also direkt alle zusammen, inshallah. Und ja, und dann sehen wir uns, inshallah, sehr wahrscheinlich am Sonntag zum Unterricht. Gegen 18 Uhr, 18.30 Uhr, inshallah. Ja, oder ist es deutsche Zeit oder englische Zeit? Doch, 18 Uhr, 18.30 Uhr, deutsche Zeit. Ja, ich wünsche euch, inshallah, einen gesegneten Abend. Barakallahu fikum, jazakum allahu khairan. Subhanallahu hamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام عليكم.